Mein Name ist Robert Grefe, ich bin 31 Jahre alt. Ich habe 2020 als bester Auszubildender im Einsatzgebiet Mess- und Prüftechnik abgeschlossen und arbeite jetzt als Ausbilder bei Sonotec. Hier bei Sonotec stellen wir ultraschallgestützte Geräte zum Aufspüren von Defekten an Rohrleitungssystemen her. Ich bin Bester der Ausbildung für Elektroniker für Geräte und Systeme geworden, weil ich festgestellt habe, dass der Beruf gleichzeitig auch mein Hobby ist. In erster Linie denke ich, dass sich durch die Auszeichnung das Vertrauensverhältnis zwischen dem Unternehmen und mir sowie meinen Azubis verbessert hat. Denn wer selbst Bester geworden ist, hat wahrscheinlich auch die Kompetenzen, um selbstständig Bester auszubilden. Der Beruf Ausbilder ist für mich daher interessant, da ich nicht nur mit den Jugendlichen fest zusammenarbeiten kann, sondern ich mein Wissen weitervermittle und natürlich auch direkt an der Basis Einfluss auf die Qualifizierung der neuen Auszubildenden nehmen kann. Ich habe an mich prinzipiell einen hohen Anspruch. Das liegt aber unter anderem daran, dass ich denke, wir hier als Unternehmen, wir haben genauso Kunden mit hohen Ansprüchen, wollen daher auch unsere Produkte nach höchsten Qualitätsanforderungen fertigen. Und von daher ist es wichtig, sich selbst natürlich auch zu motivieren und sich einen hohen Anspruch zu setzen. Mein nächstes Ziel ist der Abschluss der Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker im Einsatzbereich Elektrotechnik. In erster Linie gebe ich euch den Tipp, bitte überlegt, was sind eure Interessen und eure Stärken? Wo könntet ihr euch vorstellen, dass der Beruf auch gleichzeitig ein Hobby sein könnte? Und wenn die Motivation stimmt und ihr das feststellt, werdet ihr prinzipiell jeden Beruf erfolgreich erlernen.